Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder ein paar kleine Neuigkeiten für euch zusammengefasst und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, was euch betrifft, ihr, die da draußen sitzen. Und zwar ist ein neues Pokémünzensystem in Australien gerade verfügbar und wird getestet. Das letzte stoßt ja auf Kritik, das neue stößt auch schon auf Kritik. Mehr dazu, wenn es soweit ist, obwohl wenn sich das eh nicht durchsetzt und das alles egal ist, brauchen wir uns gar nicht damit zu befassen. Wir befassen uns dann mit dem, das zu uns kommt und dann könnt ihr immer noch haten oder durchdrehen. Dann wird die Unterstützung für Pokémon Go auf den meisten älteren Geräten eingestellt. Da wurden auch einige Beispiele genannt, die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, die habe ich mir nämlich alle nicht gemerkt. Aber es kann sein, dass ihr demnächst euer Handy anmacht und Pokémon Go nicht mehr spielen könnt. Habt ihr also ein Gerät, was vor 2015 rauskam, hergestellt wurde, dann könntet ihr vielleicht Probleme haben. Irgendwelche Sony-Geräte habe ich gesehen, bei Samsung ist was vertreten, hin und her dabei. Da also das Problem, euer zweiter Account fällt weg, euer Hauptaccount fällt weg, ihr könnt nicht mehr ins Spiel, ihr könnt nichts mehr machen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist natürlich schön, wenn man einfach so machen kann, aber die wollen vielleicht auch die Industrie ankurbeln. Ihr müsst dann auch sehen, dass ihr immer das neueste Handy habt. Wunderbar, so muss es laufen. Dann, was noch wichtig ist, diese 3D-Abscannung für Pokestops wurde erst getestet, für ein paar Länder freigeschalten. Mittlerweile ist es auch weltweit verfügbar, wenn ihr ein entsprechendes Handy habt. Und da braucht ihr natürlich auch wieder ein neues, aktuelles Handy, sonst funktioniert das nicht. Mit meinem weiß ich gar nicht. Ich habe ja ein Huawei P9, ob das jetzt so funktionieren würde oder nicht. Und dann, was ganz wichtig ist, was wirklich das Wichtigste auf der ganzen Welt ist, die Pokesticker wurden eingeführt, beziehungsweise die Geschenke-Sticker. Wir wollen da mal kurz hier reingucken. Ich möchte mal schauen und möchte euch da mal was zeigen, wie das also aussieht. Ich habe gestern Abend ein paar Geschenke aufgemacht. Ihr bekommt die ja, wenn ihr Geschenke öffnet, könnt ihr welche erhalten. Zusätzlich könnt ihr auch Motive im Shop kaufen. Ich habe bei Pupsi extra gesagt, sie soll mal ihr Geschenk aufmachen, obwohl wir heute wahrscheinlich eh noch zusammen raiden. Oh, hier schon wieder. Super saftig, wo ich immer dachte, das ist Hong, aber das ist einfach halt irgendjemand, keine Ahnung. Jetzt wollen wir euch das mal kurz angucken, wie das hier aussieht. Wir gehen auf Sticker hinzufügen, ne? So, Sticker hinzufügen. Hier habt ihr einmal ein Pikachu. Thank you, thank you, thank you. Und das freut sich auf jeden Fall riesig. Ihr habt ein Bisasam, das sagt bye. Ein Glumanda, das sagt hi. Hi und bye, ein Shiggy, das sagt yes. Und ein Pikachu, das sagt oh yeah. Ich habe natürlich gestern Abend erstmal das Bisasam genommen und habe das am BisaFanTV geschickt. Der freut sich ja da immer wie ein Schnitzel. Das ist sein Lieblings-Pokémon. Ein paar andere habe ich auch noch raus. Ich hatte nämlich mehrere. Von einem hatte ich sogar 3 Stück, von anderen hatte ich 2 Stück. Ihr seht, ihr könnt also mehrere Sticker auf einmal da haben. Auch von einer Sorte mehrere. Was geben wir denn Pupsi mal für einen? Der geben wir einfach den hier, das sagt man nicht laut, sonst hört sie es nämlich. Der ist nämlich süß, den kleben wir jetzt an das Geschenk dran. Nützlichstes Feature ever. Schicken das Geschenk weg. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das aussieht, wenn man das dann aufmacht, ne? Das zweite Problem seht ihr hier oben, da steht eine 43. 43 Freundschaftsanfragen erhalten und ich komme einfach nicht mehr hinterher, die alle anzunehmen und alle reinzunehmen. Ich sortiere ja immer aus. Und wenn ich aussortiert habe, nehme ich immer Leute von hier mit rein. Dazu muss ich aber erstmal aussortieren und dazu muss ich auch jemanden löschen können. Jetzt sind nach dem letzten C-Day so viele Leute zu Best Friends aufgestiegen, die seitdem trotzdem auch regelmäßig Geschenke schicken, fleißig Geschenke schicken oder öffnen. Aber irgendwo muss ich trotzdem mal einen Cut setzen. Ich kann nicht jeden als Best Friend drin lassen. Und das Problem haben wir nämlich gleich noch. Ich wollte mal kurz schauen, im Shop stand doch auch, dass es im Shop auch Sticker gibt, oder? Gibt es hier Sticker irgendwo? Sticker, 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 Sticker? Ich sehe auf jeden Fall keine Sticker, neue Outfits, Abenteuerbox, Hyperbox. Da sind auch keine Sticker drin. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Was denn? Toll, so sieht das dann aus, ja. Da kommt einfach dann der Aufkleber da an die Karte. Es sieht genauso aus, wie wenn ich es einpacke. So, wenn man es aufmacht, dann
Das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Bestes Feature, ich hab's euch schon gesagt. Ich muss aber trotzdem nochmal hier rein. Wir gehen mal kurz hier drauf. Wenn wir, aha, können wir wieder nicht verschicken. Können wir hier verschicken. Hier können wir verschicken. Zack, wir gehen mal auf Sticker hinzufügen. Gehen mal hier auf Shop. Und kommen wieder dahin. Keine Ahnung. Angeblich könnt ihr Sticker im Shop kaufen. Ich sehe aber keine. Vielleicht sind noch keine im Shop hinzugefügt oder wie auch immer. Jetzt also zu dem Problem mit den besten Freunden. Ich habe so viele beste Freunde da drin. Irgendwo ist mal Schluss. Denn ich habe so oft gemerkt auch, ich schicke Geschenke hin. Sie schicken Geschenke an mich. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Die müssten eigentlich wissen, wer ich bin, wenn die mich geaddet haben. Ich denke immer, die meisten gehen auf die Videos und adden mit dem Freundschaftscode, der unter dem Video steht. Obwohl 90% der Leute nicht mal wissen, dass der Freundschaftscode unter dem Video steht. Trotzdem adden die mich alle. Wir steigen auf und dann habe ich das Problem. Ihr seht es hier. Ich habe dann so viele Freunde hier drin, die alle Best Friends sind. Wo manche auch einfach seit 2 Tagen nicht aktiv sind. Wo manche hier auch vor mehr als 2 Tagen nicht aktiv. Keine Ahnung. Dann mal welche, die kennt man sehr gut. Dann welche, die kennt man gar nicht. Und das Schlimmste ist, welche, die steigen auf zu Lucky Friends. Dann schickt man natürlich kein Geschenk mehr. Dann schicken die auch nichts mehr. Und die melden sich aber auch nicht. Und ich habe einfach keine Ahnung, wer die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt geht. Und das ist mein größtes Problem, was ich habe. Deswegen bin ich gezwungen, so leid es mir tut. Ich werde euch das an den zwei Leuten jetzt hier mal verdeutlichen. Habituz. Habituz ist Glücksfreund. Bestimmt seit über einer Woche. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich den erreiche. Er hat bis jetzt mich noch nicht erreicht. Mich hat keiner angeschrieben, weder auf Facebook noch auf Instagram, noch unter einem YouTube-Video, noch sonst wo irgendwo. Wenn du da draußen bist, Habituz, egal ob du das siehst oder nicht, wenn du merkst, ich habe dich gelöscht, melde dich. Wenn ich ins Spiel reingehe und ich sehe, was? Ramses hat mich gelöscht? Wir waren Glücksfreunde, Bruder. Ist der behindert? Ich würde auf jeden Fall mich unterm Video bemerkbar machen. Und schon ist der Kontakt hergestellt und schon kann ich ihn ja wieder mit reinnehmen. Das speichert sich ja erstmal 90 Tage oder so, glaube ich. Dann wird die Freundschaft komplett gelöscht. Ich glaube, aber mittlerweile, das geht auch früher. Deswegen, es ist das Dümmste, was man machen kann, Lucky Friends zu löschen. Ich lösche ihn aber jetzt trotzdem. In der Hoffnung, dass er sich deswegen meldet. Ich habe dann auch noch einen anderen hier drin. Den kann ich euch auch mal zeigen. So, Glücks, ne? Kurfürst 69. Dasselbe Problem. Kurfürst 69. Wenn du das siehst oder wenn du mitkriegst, ich habe dich gelöscht, melde dich bitte. Dann kann ich dich mit reinnehmen. Wenn wir Kontakt haben, dann bleibst du drin. Ich habe so viele, die schreiben täglich mit mir und sagen dann immer, ich hoffe, ich werde nicht gelöscht, wenn wir Best Friends sind. Und ich sage, nein, warum? Wenn wir Best Friends sind, ich weiß, wer du bist, du weißt, wer ich bin, du weißt, wie du mich erreichst, ich weiß, wie ich dich erreiche. Wir können uns da was ausmachen, kein Problem. Aber so viele sind Best Friends und die blockieren einfach nur die Liste. Und was bringt euch jeden Tag mit denen zu leveln und aufzusteigen, sodass ihr dann Glücksfreunde werdet, wenn ihr dann nicht tauschen könnt, wenn ihr gar nicht wisst, wer das ist? Das ist das Problem, deswegen Kurfürst, den nehme ich jetzt auch raus. Keine Internetverbindung. Gut, dann warte mal, bis das Internet wieder da ist. Es kann sich nur um Stunden handeln. Hey, und da ist es wieder. Also Kurfürst 69, es tut mir leid, aber dich werde ich jetzt auch rausnehmen. Typisch Andy ist noch ein Account von mir, den habe ich mir aufgehoben, da habe ich noch was Besonderes mit vor. Jetzt habe ich wieder 2 Plätze frei. 2 Plätze, wo ich schon wieder neue Leute annehmen kann. Und das ist ja auch das Wichtige eigentlich. Und ich mache es meistens so, wenn ich hier reingehe in die Liste, das ist ja alles geordnet. Der, der ganz oben steht, der hat zuletzt geaddet. Die, die ganz unten stehen, die haben zuerst geaddet. Dann wäre es ja eigentlich logisch, die, die schon ewig warten, zuerst anzunehmen. Also gehen wir mal runter. Und nehmen jetzt mal hier Lil Pizza an und Pogemeister. Die haben also Zeit, was zu schicken und mit mir zu interagieren. Wenn ich aber reingehe und ich sehe, da steht Karl-Heinz der Dritte
Und der hat am Vorabend mit mir im Stream, der hat da geschrieben und hat gefragt, yo, kann man dich adden und so. Und der ist mir auch schon bei den Kommentaren oder den Videos aufgefallen. Und ich merke, ich habe schon einen Bezug irgendwo zu dem. Ich weiß schon, der guckt regelmäßig die Videos, der kommentiert da regelmäßig, der ist im Livestream öfters dabei. Sprich, wenn bei dem eine Interaktion stattfindet und irgendwas ist, er meldet sich. Ich kann mich bei ihm melden, dann würde ich zuerst natürlich so jemanden annehmen. Bei den zwei, die ich jetzt angenommen habe, weiß ich wieder überhaupt nicht, wer die sind. Aber vielleicht haben die Möglichkeit, sich zu melden. Und wenn ich eben mich nicht melden kann und die sich nicht melden können, dann verkrieselt's und dann fliegen die halt auch irgendwann raus. Also es ist eigentlich relativ sinnvoll, wenn ihr nicht nur heimlich, leise und still die Videos mitschaut, sondern wenn ihr auch mal einen Kommentar da lasst, dass man euren Namen auch mal irgendwo sieht oder wenn ihr im Livestream auch mal Servus sagt oder irgendwas, damit man euren Namen einfach mal sieht, dass man weiß, wer hier aktiv dabei ist, wer ihn aktiv verfolgt, wer in der Gemeinde direkt da ist oder wer einfach nur stumpf was geschickt hat und seitdem alles egal ist. Die ganzen Oberen, die hier sind, die kenne ich ja auch so gut wie alle hier. Laserlasse, mit dem werde ich auch so oft Lucky Friend, hier Benny dabei, guter Mann, Dulli Squad, Landei, alles gute Männer, der Frank, der Konstin, Tim, Vorbelastet, meine Sache natürlich, Pokefreak, Ludinho, ja, da blicke ich zwar gerade nicht durch nochmal, wer das ist, aber immer wenn ich den lösche, geht es irgendwo, jo, du hast mich gelöscht, ey, kann ich wieder rein? Dann nehme ich den wieder mit rein. Dann ist, manchmal verliert man einfach die Übersicht. Steinzeug kennt man ja. Daniel. Keine Ahnung, wer Daniel ist. Bruder. Ich glaube, irgendwann muss ich richtig radikal die Leute rausnehmen und ich sag's also nochmal. Beim Beispiel Daniel. Daniel, wenn ich dich jetzt lösche, weil ich gerade nicht weiß, wer du bist, und du siehst das und du möchtest aber wieder rein, dann schreib mich irgendwo an, dann kommst du wieder mit rein und dann kann ich mir dann einen Vermerk dran machen, da kann ich dem einen Spitznamen geben, dass ich eben weiß, wer der Daniel ist, wo ich den erreiche und dann passt das. Faustball-Basti. Das ist, glaube ich, der mit dem Hitlergruß, oder? Hier, guckt euch das an. Faustball-Basti mit dem Hitlergruß. Bruder, der ist auf jeden Fall Rang 10 gewesen in der Go Battle League. Weiß ich, so 50% wer es ist, da schwindet es irgendwo, aber snack die Bohne, ich habe keine Ahnung, Bodenflitzer, keine Ahnung, Humpen, Spirit Dancer, keine Ahnung, Opa Knu, Puma Luma Pingi, Pummeldeck, Ter Heiden, Wurstlutscher, keine Ahnung, Lennox, ECW, WCW, WWE, hat einen coolen Namen, aber keine Ahnung. Busenheini, Kritze, haben wir letztens erst gehabt, ne, hat angeschrieben. Alex Amerika, Kenway, Kim Jutz, keine Ahnung. Night Raider, keine Ahnung. Und alle, wo ich jetzt gesagt habe, keine Ahnung, kann es sein, dass ich die demnächst aussortiere, weil ich eben keinen Bock habe, mit denen jetzt jeden Tag zu interagieren, dass die dann glücklich werden. Und wenn die dann glücklich werden, es ist wie beim Kurfürst und bei dem anderen Herrn, dass dann nichts mehr passiert und Stillschweigen ist und man sich einfach nicht vernetzen kann. Habt dafür bitte Verständnis, wenn euer Name jetzt gefallen ist bei diesen besten Freunden, dann meldet euch, macht euch bitte irgendwie mal bemerkbar. Oder wenn ich euch gelöscht habe und ihr seht das, dass ihr nicht mehr in der Liste seid und ihr aber gerne in der Liste sein wollt, dann macht euch spätestens dann bemerkbar. Ihr müsst dazu das Video gar nicht gesehen haben. Es ist eigentlich ganz logisch, wenn ich sehe, was, der hat mich gelöscht, dass ich hingehe, pack mir den und sage, warum hast du mich gelöscht? Hä? Und dann ist gut, dann nimmt er euch vielleicht wieder rein. Das war es aber, glaube ich, jetzt erstmal von meiner Seite. Ich habe also zwei Lucky Friends gelöscht. Demnächst werde ich noch ein paar beste Freunde aussortieren, so leid es mir tut. Aber Platz muss sein, die anderen brauchen auch da Zugang. Und es bringt uns beiden nichts, wenn wir nicht wissen, wat, wer war das denn? Ne? Und dann tut sich nichts mehr. Das also wichtige Ansage natürlich, nehmt euch das zu Herzen wirklich, macht euch bemerkbar, schreibt was rein, kommentiert mal irgendwo ein Video oder schreibt mich mal bei Facebook an oder bei Instagram oder irgendwas, dass ich mir das wenigstens irgendwo vermerken kann, wer ist, damit es da nicht so ein Durcheinander gibt. Junge, ist das dreckig hier, da müsste mal jemand... Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.